Die Zentralbanken der Industrieländer steuern die globale Wirtschaft geradewegs in eine Rezession. Davor warnt jedenfalls die Abteilung der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, die UNCTAD. Angesichts der explodierenden Rohstoffpreise und der damit drohenden Wirtschaftskrise fordert sie ein Ende des Zinserhöhungskurses der großen Notenbanken der reichen Länder. Doch erstmal langsam. Die Rohstoffpreise explodieren ja im Moment. Einerseits wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, andererseits wegen der Corona-Pandemie und vor allem wegen des westlichen Wirtschaftskrieges mit Russland. Das sind jedenfalls die fundamentalen Ursachen, die tatsächlich zu einer Verknappung vieler Rohstoffe führen bzw. führen könnten. Aber es gibt noch eine Ursache, die die Preise treibt, ohne dass die Rohstoffe in irgendeiner Form knapp wären, nämlich Spekulation. Exerzieren wir das einmal am Beispiel des Weizens durch. Obwohl die Weizennachfrage im letzten Jahrzehnt und auch in diesem Jahr immer nahe dem Angebot lag, und es riesige Weizenvorräte weltweit gibt, schwankte der Preis für dieses Getreide extrem. Innerhalb eines Jahres verdoppelte er sich ungefähr, um danach wieder stark zu fallen. Da, wie eben gezeigt, keine physische Knappheit am Weizenmarkt herrscht, wird auf eine zukünftige Knappheit spekuliert. Doch so einfach ist es tatsächlich nicht. Wenn die Preise für Weizen steigen, dann müssten die Preise für andere Getreidesorten eigentlich fallen. Ein steigender Preis bedeutet in der marktwirtschaftlichen Logik nämlich eigentlich eine sinkende Nachfrage und ein steigendes Angebot. Aber genau das passiert nicht. Die Preise für viele Nahrungsmittel bewegen sich synchron. Hier sieht man das sehr gut am Beispiel von Weizen, Mais und Sojabohnen. Die Horde an Spekulanten rennt auf einmal in diese Märkte rein, treibt die Preise hoch. Und irgendwann, wenn man von sinkenden Preisen ausgeht, hauen die Spekulanten auf einmal wieder ab, was die Preise zum Einsturz bringt. Ohne dass die fundamentalen Gegebenheiten an diesen Märkten solche Bewegungen rechtfertigen würden. Ich hatte ja die Kurven zur Nachfrage und zum Angebot am Weizenmarkt gezeigt. Dies rechtfertigt nicht eine Verdopplung und eine Halbierung des Preises innerhalb von solch kurzen Zeiträumen. Zumal solche heftigen Preissprünge ohne große Relativpreisänderungen zwischen den Getreidesorten keinen Anreiz für Produzenten oder Konsumenten darstellen, ihr Verhalten zu ändern. Ein Landwirt kann sich entscheiden, ob er auf einem Acker Weizen oder Mais anbaut. Aber er kann keinen neuen Acker herbeizaubern, der nicht existiert. Ein Konsument kann sich entscheiden, ob er ein Weizenbrötchen oder eine Tortilla isst. Aber er kann nicht nichts essen, da er sonst verhungert. Diese Spekulationen richten also Schaden an, da sie Preise über lange Zeiträume verzerren, ohne vernünftige Preissignale zu senden. Die UNCTAD schreibt zu den aktuellen Preissteigerungen Folgendes: Der Krieg in der Ukraine hat zu dieser Situation beigetragen, aber die Rohstoffmärkte befinden sich seit einem Jahrzehnt in einem turbulenten Zustand. Dem Bericht zufolge wurde die Rolle von Spekulanten und Wettwahnsinn, die durch ihren übergroßen Einfluss auf Futures-Kontrakte, Warenswaps und börsengehandelte Fonds ausgelöst werden, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt auch ältere wissenschaftliche Arbeiten, die belegen, dass Rohstoffspekulation die Preise systematisch und über lange Zeiträume verzerren kann, so wie Paul Steinhardt und Reinhard Flassbeck in ihrem Buch Gescheiterte Globalisierung schreiben. In der Diskussion um die Effizienz der Finanzmärkte haben David Bischetti und Nicolas Maistre von UNCTAD absolut überzeugende Evidenz vorgelegt. Sie zeigen, dass vor allem im Hochfrequenzhandel nach der Finanzkrise eine fundamentale Veränderung stattgefunden hat, weil die Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem Aktienindex von Standard & Poor's S&P problematisch nach oben gehen und mit einer kurzen Ausnahme während der Libyen-Krise bis Mitte 2012 relativ hoch bleiben. Danach bewegen sich die Korrelationen wieder nach unten. Das lässt auf einen entscheidenden Einfluss der Finanzmärkte schließen. Zunächst haben die Finanzmärkte sich massiv in den Rohstoffmärkten engagiert. Das ist das Phänomen, das man üblicherweise Finanzialisierung nennt. Nachdem sich aber zeigte, dass eine jahrzehntelange Rallye der Rohstoffmärkte eine Illusion ist, zogen sich die Finanzmärkte wieder zurück. Und weiter: Der zuletzt zu beobachtende Zusammenhang zwischen rückläufiger Korrelation der Preise und dem Rückgang der Ströme beweist besser als alles andere, dass die Behauptung, die Finanzialisierung, also die zunehmenden Investments in Rohstoffpreise, habe die Preise für einige Jahre massiv verzerrt, vollkommen richtig war. Natürlich ist es in Sozialwissenschaften unmöglich, einen letztgültigen Beweis für etwas zu finden. Aber wenn der Preis für Weizen sich beispielsweise verdoppelt, ohne dass es zu großen Verwerfungen bei Angebot und Nachfrage gekommen wäre,
dann ist davon auszugehen, dass es sich hier nicht um einen normalen Preisfindungsprozess an den Märkten handelt, sondern um eine ineffiziente Verzerrung der jeweiligen Preise. Kein Konsument, kein Unternehmer und erst recht kein Landwirt kann mit solchen Preisen, die sich täglich extrem stark ändern können, vernünftig planen. Auch bei Preisen für wichtige Rohstoffe, deren Produktionskosten man kennt, bräuchte es eigentlich globale Kooperation, aber das ist angesichts der aktuellen Situation auf dieser Welt wohl illusionär. Eine erste Forderung, um diese katastrophalen Preissprünge wenigstens abzumildern, wäre das Verbot von Rohstoffspekulation. Und genau das fordert die UNCTAD. Das Phänomen der Rohstoffspekulation kann übrigens auch erklären, warum in Deutschland die Erdgasspeicher zu über 90% gefüllt sein können, die Gaspreise aber trotzdem auf einem extrem hohen Niveau verharren, eben weil auf eine Knappheit in diesem Winter spekuliert wird. Doch die einzige Partei, die in Deutschland ähnlich wie die UNCTAD solche Spekulationen verbieten will, ist die Linkspartei. Sie will allen, die keine physischen Rohstoffspeicher besitzen, sondern die einfach nur an der Preisentwicklung partizipieren wollen, den Handel mit diesen Rohstoffen verbieten. Unternehmer, die physische Lagerkapazitäten vorweisen können, soll dagegen der Handel mit diesen Rohstoffen weiterhin erlaubt bleiben, da sie sich gegen extreme Preissprünge ja absichern müssen. Dafür ist die Börse eigentlich da und das sollte auch ihre eigentliche Aufgabe bleiben. Finanzinvestoren, die nichts mit dem Rohstoffhandel zu tun haben, sollte dagegen der Zugang verwehrt bleiben. Aber nun sind diese steigenden Rohstoffpreise, für die es ja auch fundamentale Gründe gibt, ja eine Situation, mit der die Regierungen und die Notenbanken dieser Welt trotzdem irgendwie umgehen müssen. Die steigenden Preise sorgen nämlich bei rohstoffimportierenden Ländern dafür, dass die Realeinkommen der Haushalte sinken und damit auch der Konsum sinkt. Die Regierungen in diesen Ländern können das, um den Preis temporärer Leistungsbilanzdefizite, wie ich auch einmal schon mal erklärt hatte, verhindern. Sie können diesen Angebotsschock also, solange es zu keiner physischen Knappheit kommt, tatsächlich abmildern. In Entwicklungs- und Schwellenländern sieht das nicht ganz so gut aus, da temporäre Leistungsbilanzdefizite hier nicht ohne weiteres möglich sind. Leistungsbilanzdefizite bedeuten nämlich eine immer weiter steigende Auslandsverschuldung. Und das können sich ärmere Staaten eventuell nicht so gut leisten wie reichere. Rohstoffexporteure werden hingegen durch die gestiegenen Rohstoffpreise reicher. Aber die gestiegenen Einnahmen werden nur zu einem ganz kleinen Teil konsumiert und zum größten Teil gespart. Wir können das ja einmal am Beispiel von Norwegen durchgehen. Die gestiegenen Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Rohstoffe gehen hier nämlich in einen staatlichen Pensionsfonds, der in außer norwegische Aktien und Immobilien sein Geld anlegt. Viele andere Rohstoffexporteure tun es Norwegen gleich und erhöhen auch ihre Sparquote. Sie wären ja auch schön blöd, wenn sie das ganze jetzt eingenommene Geld einfach verkonsumieren würden. Wenn dann nämlich die Preise wieder senken, dann stünden sie vor einem Problem. Sie müssten dann nämlich ganz plötzlich ihren Konsum zurückfahren. Der Lebensstandard würde also mit dem Preisanstiegen und Abfällen an den Rohstoffmärkten immer schwanken. Stichwort holländische Krankheit oder Rohstofffluch. Auch die Rohstoffexporteure haben also durch die stark schwankenden Rohstoffpreise gar keine Sicherheit und müssen notgedrungen ihre Sparquote erhöhen, was global zu einem Konsumausfall führt. Hinzu kommt noch, dass ein Großteil der globalen Rohstoffproduktion in privater Hand ist. Unternehmen, deren Einnahmen durch einmalig höhere Rohstoffpreise steigen, schütten dieses Geld lieber an die Aktionäre aus und investieren nicht in neue Produktionsanlagen. Die Rohstoffpreise schwanken ja zu stark, als dass man damit vernünftig planen könnte. Es kommt global also zu einem großen Nachfrageausfall, der jetzt von den Regierungen und den Unternehmen aus den rohstoffimportierenden Ländern ausgeglichen werden muss. Die Regierungen müssen den Konsum stabilisieren und die Unternehmen müssen kräftig investieren, um unabhängiger von den nun teurer gewordenen Rohstoffen zu werden. Dafür brauchen die Unternehmen stabile und niedrige Zinsen, die von den Zentralbanken der jeweiligen Länder sichergestellt werden müssen. Wenn man sich die 6 größten Währungsräume auf dieser Welt anguckt, dann lassen sie sich grob in 2 Kategorien einteilen. Zum einen China und Japan,
die vernünftig agieren und die Zinsen unten lassen, und zum anderen die völlig von der Rolle geratenen Notenbanken in den USA, Großbritannien, Indien und der Europäischen Währungsunion, die die Weltwirtschaft volle Kanne gegen die Wand fahren. Besonders verheerend ist hier die Rolle der amerikanischen Notenbank Fed, die in abstruser Art und Weise die Zinsen innerhalb weniger Monate auf über 3% hochgezogen hat, obwohl in den USA eine Lohnpreisspirale herrscht und solche kurzfristigen und drastischen Zinsanstiege innerhalb eines Angebotsschocks nicht zu rechtfertigen. Letztes Jahr, als sich die Lohnpreisspirale in den USA auch schon abzeichnete, behauptete die Fed übrigens, dass die Inflation transitorisch sei und bald vorübergehen würde. Ja, wie sich die Zeiten ändern. Jetzt plötzlich innerhalb eines langfristig deflationär wirkenden Angebotsschocks, der für einen Nachfrageausfall sorgt, erhöht die Fed die Zinsen jetzt ohne Sinn und Verstand. Dieses erratische und inkompetente Handeln wäre allerdings kein so großes Problem, wenn die Fed nicht die Notenbank wäre, die die Weltleitwährung kontrollierte. Dadurch, dass alle Welt in Dollar verschuldet ist, werten jetzt alle Währungen gegenüber dem US-Dollar stark ab, da Spekulanten, die sich in anderen Währungsräumen bisher engagiert hatten, jetzt in den Dollar flüchten. Dadurch werden die Fremdwährungsschulden von Entwicklungs- und Schwellenländern wesentlich mehr wert, was weiteren Abwertungsdruck auf deren Währungen ausübt, da nicht klar ist, ob sie ihre Schulden bedienen können. So haben sich beispielsweise die dreimonatigen Zinsen für das kleine Ghana innerhalb weniger Wochen verdoppelt. Die einzigen großen Währungen, die gegenüber dem Dollar dieses Jahr noch nicht abgewertet haben, sind der brasilianische Real und der russische Rubel. Schwellen- und Entwicklungsländer werden von der Fed also in einen Zinserhöhungswettbewerb gezwungen, den sie gar nicht gewinnen können. Entweder sie erhöhen die Zinsen stark, zerstören damit ihre Binnenwirtschaft und retten damit gerade noch so ihre Währung, oder sie riskieren eine Währungskrise, um die Konjunktur zu stabilisieren, was dann auch im Endeffekt die Konjunktur dort zerstört. Diese Länder können also bei offenen Devisenmärkten nur verlieren. Und Kapitalverkehrskontrollen einzuführen, traut sich fast keines dieser kleinen Länder. Doch auch größere Schwellenländer wie Pakistan oder Ägypten müssen mittlerweile über 40% ihres Staatshaushaltes für Zinsausgaben ausgeben. In dieser Situation hilft eigentlich nur noch eines: ein globaler Schuldenerlass. Und auch das fordert die UNCTAD. Erschwerend kommt in der aktuellen Situation auch noch eine weitere Folge der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte hinzu. Die Lohnquote ist immer weiter gesunken, was automatisch bedeutet, dass die Kapitalbesitzer sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern in den letzten Jahrzehnten besser gestellt wurden. Und jetzt sinken durch den Angebotsschock die Reallöhne nochmal kräftig. Jene, die in den letzten Jahrzehnten auch schon exploitiert wurden, werden jetzt also noch einmal schlechter gestellt. Damit Zentralbanken und Regierungen der reichen Länder die Welt nicht weiter an den Rand des Abgrunds führen, fordert die UNCTAD Folgendes. UNCTAD fordert die Erhöhung der offiziellen Entwicklungshilfe, eine umfassende, dauerhafte und gerechte Nutzung von Sonderziehungsrechten, Absicherungsmechanismen zur Bewältigung von Wechselkursschwankungen und eine stärkere Nutzung multilateralen Kapitals zur Unterstützung von Entwicklungsländern mit umfassenden Sozialprogrammen, aber auch Fortschritte bei einem multilateralen Rechtsrahmen für die Umschuldung aller öffentlichen und privaten Gläubiger sollten Priorität haben. Da die Inflation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften bereits nachlässt, fordert die UNCTAD eine Kurskorrektur zugunsten von politischen Maßnahmen, die direkt zu Preisspitzen bei Energie, Nahrungsmitteln und anderen lebenswichtigen Bereichen abzielen. Im Klartext: die Zinserhöhungen sollten enden und es sollten lieber andere, direkt wirksamere Maßnahmen getroffen werden. Nichtsdestotrotz unterstreicht der Bericht die Notwendigkeit einer verstärkten Unterstützung für gefährdete Gruppen, einschließlich Niedriglohnempfängern und Haushalten in finanzieller Not, und warnt vor dem Schaden, den die geldpolitische Straffung den wirtschaftlichen, sozialen und klimapolitischen Zielen zufügt und die Ärmsten am härtesten trifft. UNCTAD drängt auf eine pragmatische Strategie, die strategische Preiskontrollen, Windfallsteuern, kartellrechtliche Maßnahmen und strengere Vorschriften für die Rohstoffspekulation einsetzt.
Eine einzige Forderung von diesem ganzen Paket von Maßnahmen wird in der Europäischen Union jetzt sehr halbherzig am Strommarkt umgesetzt, nämlich die Übergewinn- oder Windfallsteuern. Die anderen von UNCTAD vorgeschlagenen Maßnahmen werden nicht mal im Ansatz in Erwägung gezogen. Weder ein Verbot von Rohstoffspekulationen, noch strategische Preiskontrollen, noch eine drastische Aufstockung der Sozialhilfen. Über eine drastische Aufstockung der Entwicklungshilfe, geschweige denn über Währungskoordination, wird nicht einmal debattiert. Und die Europäische Zentralbank erhöht wie von Sinnen die Zinsen und verschärft damit nicht nur in der Europäischen Union, sondern global die kommende Rezession.